Viele von euch kennen es vielleicht, man schaut einen atemberaubenden Monsterfilm, alles explodiert, die Giganten kämpfen und man wundert sich auf einmal, wie gigantisch ist das Ungeheuer eigentlich? 10 Meter? 100 Meter? Wir haben uns deshalb gefragt und für euch einmal recherchiert, was für Ausmaße die Bestien der bekannten Produktion eigentlich haben. Also lehnt euch zurück und macht euch bereit für die größten Monster der Filmgeschichte und lasst euch gesagt sein, es sind einige Überraschungen dabei. 9 King Kong Filme haben es schon auf die Leinwand geschafft und mit Godzilla vs. Kong wäre beinahe schon der 10. in den Kinos erschienen. Doch jahrelang war der Gorilla gar nicht so riesig, gerade mal 15 Meter misst er in den meisten Filmen. Da der neueste Film, Kong Skull Island, im selben Universum wie der 2014 erschienene Godzilla spielt und auch der gemeinsame Film schon fertig ist, musste man Kong ein wenig an die Riesenechse anpassen. In Skull Island ist er bereits 30 Meter hoch. Da Kong in dem Film gerade mal 14 Jahre alt ist, munkelt man, dass er im nächsten auch noch einmal ein gutes Stück wachsen wird. Ein Trailer Godzilla vs. Kong ist leider noch nicht erschienen. Diesen werdet ihr aber natürlich sofort auf unserem YouTube-Kanal oder unserer Website finden können. 2008 brachte J.J. Abrams mit Cloverfield einen Monsterfilm auf die Leinwand, welcher die Zuschauer mehr als nur verwirrte. So wusste man lange Zeit auch nicht, um welche Art von Ungeheuer es sich eigentlich genau handelt, welches New York City dort heimsucht. Das Besondere an dem Film ist außerdem, dass er die ganze Zeit aus der Sicht einer Handkamera gefilmt wird, was dem Zuschauer das Gefühl vermitteln soll, hautnah mit dabei zu sein. Das Monster wird, ähnlich wie der Titel, The Glover genannt. Das Ungeheuer kommt aus dem Atlantik, wo es von U-Booten geweckt wurde. Nach dem Erfolg von Cloverfield folgten mit 10 Cloverfield Lane aus dem Jahre 2016 und The Cloverfield Paradox aus 2018 2 weitere Filme, die lose im gleichen Universum wie die Grundlage spielen. Im ersten Teil der Filmreihe kommt das Monster immerhin schon auf beachtliche 91 Meter. In der letzten Verfilmung, das Cloverfield Paradoxon, taucht eine noch gewaltigere Version von The Glover auf. Man geht davon aus, dass dieser Film in einem Paralleluniversum spielt und es sich hier um ein erwachsenes Gloverwesen handelt. Dieses ragt bis über die Wolkendecke. Auf der Internetplattform Reddit ranken sich die Mutmaßungen, dass anhand der durch die Raumkapsel verwendete Raketentechnik sowie die Art der Wolken, welche in der Szene zu sehen sind, das Monster gigantische 4000 bis 6000 Meter hoch sein soll. Release the Kraken ist sicher der bekannteste Satz aus dem Film Kampf der Titanen. Was kaum einer weiß, das Seeungeheuer, welches in dem Film von Zeus und Hades erschaffen wurde, hatte sein Leinwanddebüt schon 1981 in der ersten Verfilmung von Kampf der Titanen. Damals brachte er es allerdings auf kümmerliche 15 Meter. Im Reboot von 2010 sah es dann zum Glück anders aus. Das 91 Meter hohe gewaltige Ungeheuer ähnelte nun eher einem Godzilla mit Tentakeln. Das half ihm natürlich alles nichts, denn der Kraken wurde trotzdem mit dem Kopf der Medusa von Perseus zu Stein verwandelt und die bezaubernde Andromeda dadurch gerettet. Nachdem wir Kong schon aufgezählt haben, darf dieses Ungeheuer natürlich nicht fehlen. Godzilla, der King der Monster, schafft es seit 1954 immer wieder auf die Kinoleinwand. In den Filmen können wir verschiedene Monster aller Größen, Arten und mit allerhand verheerenden Fähigkeiten bestaunen. Die Macher handeln meist frei nach der Devise, je gigantischer, desto besser. Dabei wird allerdings in verschiedenen Reihen und Universen unterschieden, weshalb Godzilla in seinen Maßen auch mal extrem schwanken kann. Eines der imposantesten Exemplare können wir in der seit 2014 erschienenen Filmreihe von Gareth Edwards bestaunen. Und in dieser amerikanischen Verfilmung bringt es das Ungeheuer auf ganze 108 Meter. 2016 legte der japanische Regisseur Hideaki Anno in Shin Godzilla noch einmal eine Schippe drauf und ließ den König aller Monster auf 118 Meter wachsen. Dies schien einen Wettkampf auszulösen, wer Godzilla noch riesiger und noch mächtiger machen kann. So erschien 2017 der Anime Godzilla Earth, in welchem die Echse eine Höhe von 300 Metern bekam. Das entspricht ziemlich genau der Höhe des Eiffelturms. Ob das Exemplar, welches bald in Godzilla vs. Kong zu sehen ist, auch noch einmal wachsen wird, bleibt abzuwarten. Wenn es um Monster geht, dürfen die Kaiju aus Pacific Rim natürlich nicht fehlen. Und wenn man vom König der Monster spricht, muss man natürlich auch den König der Kaijus aufzählen. Der sogenannte Mega-Kaiju hat seinen Auftritt im zweiten Teil, Pacific Rim Uprising, und überragt mit 128 Meter die Jäger um ein weites. Er ist jedoch nicht nur überdimensional riesig, da er eine Verschmelzung der drei Kaijus Rajin, Hakuja und Strikethorn ist, er hat auch alle ihre Fähigkeiten. Noch ist kein dritter Teil der Reihe offiziell angekündigt, man ist sich jedoch sicher, dass noch mindestens ein Teil folgen soll.
Wie die Regisseure bei dem Mega-Kaiju noch einmal eine Schippe drauflegen wollen, bleibt aber abzuwarten. Dieser würde dann mit großer Sicherheit auch einen Platz in dieser Aufzählung finden. Dass ein Drache den Weg in diese Liste findet, war sicher anzunehmen. Doch dass dieser aus Drachenzähmen leicht gemacht kommt und nicht aus einem Fantasy-Epos, ist eher überraschend. Während die meisten Exemplare in den Animationsfilmen eher klein sind, gibt es allerdings auch gigantische Drachen. Die großen Überwilde, oder unserer Meinung nach im Englischen viel schöner, Wildebeest, können bis zu 158 Meter hoch gewachsen sein. Doch nicht nur dadurch fallen sie im Film auf. Sie können außerdem andere Drachen kontrollieren, falls diese nicht schon von anderen kontrolliert werden. Bis jetzt hatten wir schon riesige Affen, Echsen und Kraken. Was aber noch in unserer Reihe fehlt, ist ein überdimensionaler Wurm. Diesen kann man in David Lynchs Science-Fiction-Klassiker Dune, der Wüstenplanet, aus dem Jahr 1984 bestaunen. Die Sandwürmer, oder auch Shai-Hulud, spielen eine zentrale Rolle in der Buchvorlage des Films. Sie sind es nämlich, die durch Wasserabsorption die Planeten in eine Wüste verwandeln. Sie werden ebenfalls als Transportmittel genutzt, sowie je nach Religion als Gott oder Satan angebetet. Die längsten Exemplare erreichen dabei bis zu 400 Meter, was gerade mal 40 Meter kleiner als das Empire State Building ist. Es gibt jedoch eine Geschichte, in der von einem Sandwurm erzählt wird, welcher bis zu 2778 Meter lang wurde. Welche Ausmaße die Würmer in dem Reboot haben werden, welcher im Dezember in den Kinos erscheinen soll, bleibt abzuwarten. Sie werden sich aber wohl in derselben Dimension wie die aus dem Film aus den 80ern bewegen. Den ersten Trailer zu Dune, der Wüstenplanet, könnt ihr euch auf unserer Website kinocheck.de anschauen. Mit Kronos aus Zorn der Titanen schafft es ein weiterer Charakter aus der Titanenreihe in unser Video. Als Anführer und Vater von Zeus und Hades bietet er sich im zweiten Teil Zorn der Titanen einen erbitterten Kampf mit Perseus und seinen Verbündeten. In dem Film wird er als mächtiges Stein- und Lavamonster gezeigt, welches die Größe eines Berges besitzt. Um die 500 Meter soll er hoch sein, also genau so hoch wie das Taipei Financial Center in Taiwan, eines der höchsten Gebäude der Welt. Wer im folgenden Beispiel immer dachte, es handle sich ebenfalls um einen Alienwurm, der hat leider falsch gedacht. Bei dem riesigen Ungeheuer aus Star Wars, das Imperium schlägt zurück, welches beinahe Han Solo und die Crew des Millennium Falcon verschlungen hätte, handelte es sich nämlich, um genau zu sein, um eine Weltraumschnecke der Spezies Exogorth. Die Schnecken hausen, wie im Film zu sehen ist, in Asteroiden und sind eigentlich meist nur rund 10 bis 100 Meter lang. Bei unserem Exemplar aus dem Film handelt es sich allerdings um ein sehr seltenes. So wird seine Länge auf sage und schreibe 900 Meter geschätzt und damit handelt es sich um eines der längsten Exemplare seiner Art. Und auch beim gigantischsten Monster unseres Videos spielt der bekannteste Weltraumschmuggler aller Zeiten eine Rolle. Als Han und seine Freunde im Film Solo – A Star Wars Story auf der Flucht vor dem Imperium eine Abkürzung auf der Kesselroute nehmen mussten, flogen sie direkt durch den Schlund. Der Schlund ist eine Ansammlung von schwarzen Löchern. Inmitten dieser noch nie geflogenen Route trafen sie auf ein Wesen der Art Summer Verminoff. Diese krakenähnliche Kreatur kann eine Spannweite von sage und schreibe 7500 Meter erreichen. So auch das Exemplar aus dem Film. Zum Glück konnten sie noch durch einen Sprung in den Hyperraum vor dem Wesen entkommen, welches dem Schlund zu nahe kam und in die schwarzen Löcher gezogen wurde. Durch den heldenhaften Sprung schafften sie auch den legendären Kesselflug in unter 12 Parsec, was nicht nur Han Solo, sondern auch den Millennium Falcon zu viel Ruhm verhalf. Das waren sie, einige der größten Monster der Filmgeschichte. Haben wir vielleicht eines übersehen, was eigentlich in diese Aufzählung gehört, oder kennt ihr noch ein noch größeres als das Summer Verminoth? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns jetzt einen Daumen nach oben da.